Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorialreihe Grundlagen für den Bühnenautoring-System Revit. Wir erstellen ja hier so ein kleines Beispiel, so ein Einfamilienhaus. Und ich möchte jetzt in diesem Tutorial zeigen, wie man dieses Dach über diesen Erker modellieren kann. Das ist mehr oder weniger ähnlich wie das Hauptdach. Ja, die Vorgehensweise, ich bin im Hauptdach relativ ausführlich auf die ganzen Sachen eingegangen. Ich werde mich versuchen, jetzt hier kürzer zu halten, wem das zu schnell geht. Den empfehle ich, sich das Tutorial zu dem Hauptdach anzusehen. Zunächst erstmal hier wieder, ich habe verschiedene Grundrisse mir hier oben geöffnet, die interessant sind für dieses Vordach. Einmal hier das Obergeschoss. Gegebenenfalls nochmal das Erdgeschoss dazu. Dachgeschoss brauchen wir eigentlich nicht, aber das lasst trotzdem erstmal mit offen. Das können wir auch ausmachen. Ja, vielleicht aus Draufsicht können wir es mit. Ja, wir sehen auch von Draufsicht nichts, können wir eigentlich ausmachen. Ja. So, machen wir es aus. Und dann habe ich noch die 3D-Darstellung und hier nochmal einen Schnitt durchgezogen. Das ist hier der AS1, der geht also direkt durch den Erker durch. Das sehe ich hier, ja, dieser Bereich. Und dann nochmal habe ich hier einen Schnitt gezogen, wo ich in die Richtung schaue. Das wäre dieser hier. Ja, also kann man das auch schön mitverfolgen, was hier passiert, und können auch dann gegebenenfalls hier im Schnitt direkt eingreifen oder Dinge leichter auswählen als hier in den anderen Ansichten. Ja, jetzt gehen wir wieder auf unsere Architektur, dann gehen wir auf Dach, Dach über Grundfläche, das bleibt in dem Fall gleich. Und jetzt habe ich blöderweise wieder die falsche Ansicht ausgewählt gehabt, nämlich hier unten, und da kann ich sowas nicht machen. Also wie der Name schon sagt, Grundfläche, da brauche ich irgendeine Grundrissdarstellung, Deckenplan, sieht man hier, geht zur Not auch, oder auch im 3D würde das funktionieren. Ja, ich hätte hier einfach die Ansicht auswählen können, dann wäre diese Frage jetzt nicht gekommen. Egal, dann tue ich es halt jetzt hier nochmal klären und sage, ich möchte das in der Grundriss Obergeschoss Rohfußboden machen. Hier also Ansicht öffnen. Jetzt wechselt er mir hier oben rein. Und jetzt kann ich hier mein Grundriss zeichnen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, was wir hier sehen, ist nicht die Außenwand, sondern ist hier die Decke. Ja, ich hätte es vorher nochmal zeigen sollen. Jetzt geht es leider nicht. Deswegen wechsle ich jetzt hier nochmal, um jetzt die Wände zu wählen, hier ins RG, ins Erdgeschoss. Ja, jetzt sehe ich hier wirklich die Wände. Und jetzt wieder ganz wichtig, die Reihenfolge nicht zu vergessen. Zunächst den Typ auswählen. Ich nehme jetzt mal Ziegeleindeckung 2. Ich mache nochmal eine andere Eindeckung als hier oben. Ich habe einfach mal 2 genannt. Sie sollten das ein bisschen sinnvoller benennen, dann, wenn Sie richtig mit richtigen Projekten arbeiten wollen. Dann die Betriebsebene bleibt wieder Oberkante, OG Oberkante Rohfußboden. Das sollte passen. Können wir ja auch nochmal im Schnitt kontrollieren. Ja, hier ist quasi OG Oberkante Rohfußboden. Also hier soll das zugeordnet werden. Das macht Sinn. Raumbegrenzung lasse ich immer weg, das ist kein Raum mehr in dem Sinne, dass wer will, kann das aktiviert lassen, ist im Prinzip egal, aber ich würde es weglassen. Basisversatz von Ebene, das lässt sich erstmal auf 0, das kann ich danach noch ändern, wenn ich jetzt im Schnitt sehe, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen in den Höhen spielen möchte. Vertikalabschluss drauf lassen wir auch so. Kommen wir hier zu der Konstruktionsform, wir nehmen wieder Wand auswählen, deswegen habe ich auch ins Erdgeschoss mal gewechselt, wenn ich auch Wände habe zum Auswählen. Ein Dachüberstand von 1 Meter, das ist ein bisschen viel jetzt, das genügen vielleicht in dem Fall noch 50. Bestimmt Neigung, ja, das können wir erstmal so lassen. Und ja, den Rest können wir erstmal auch so weit übernehmen. Und jetzt klickt man hier das Ganze ab. Achte darauf, dass wir die Außenkante hier erwischen, ja, und nicht hier innen, ja, dass es im Außen ist. Jetzt hier die nächste Wand ist diese. Diese. Jetzt aufpassen, auf der Seite will ich natürlich keine Neigung mehr haben, deswegen gehe ich jetzt hier auf Wählen nochmal, tue allerdings jetzt hier die Neigung ausschalten und den Dachüberstand auf 0 setzen und klicke jetzt hier auf diese Wand. Jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen säubern, also hier gehen wir jetzt noch auf Verbinden, wie heißt das Ding überhaupt, Stutzen und Dehnen, also hier tun wir das noch. Achten wir darauf bei dem Befehl, dass wir auf die Seite klicken, die sie erhalten wollen. Ja, ich habe hier diese Linie, ich möchte diesen Teil erhalten und diesen Teil. Jetzt wird das hier entsprechend weggestutzt. So, jetzt, das sollte jetzt passen. Und ich habe jetzt hier 30 Grad überall eingestellt. Das können wir auch noch korrigieren. Ich möchte an der langen Seite das ein bisschen flacher haben. Da möchte ich 25 Grad und hier links und rechts 30 Grad. Das ist mal so zum Test. Mal gucken, wie das aussieht. Gehe auf OK und jetzt sehe ich hier die Dachkonstruktion hier in 3D. Ja, das ist jetzt ähnlich wie oben. Ja, da habe ich auch an den langen Seiten habe ich das flacher gewählt, an den kürzeren Seiten ein bisschen kürzer.
den Winkel ein bisschen steiler. Ich kann es nochmal zeigen. Hier. Und ich würde das aus Symmetriegründen übernehmen. Also hier müsste ich jetzt, weil das eigentlich quadratisch ist, macht 25 Grad an dieser und an dieser halt hier 30 Grad. So. Ich übernehme es mal aus Symmetriegründen, also hier 30 und Grundfläche bearbeiten. So, hier haben wir jetzt 30 und so weiter. Das Problem bei der ganzen Sache, vergessen darauf hinzuweisen, ist, dass wir jetzt hier solche Brüche reinkriegen, aber das können wir korrigieren. Wir bleiben ja auch bei Fachwerkbinden, da können wir erstmal so lassen. Tun auch jetzt die Draufkanten korrigieren, indem wir hier auf drauf mal ausrichten gehen. Und da haben wir hier am 28. Ich würde, glaube ich, das übernehmen wollen. Gehe also hier auf diese Kante und die soll hier übernommen werden. Und jetzt haben wir das hier einheitlich. Jetzt können wir uns das nochmal anschauen hier im Schnitt. Das ist jetzt dieser. So sieht es ja aus. Und hier würde ich doch gerne noch ein bisschen einen Versatz einbauen, dass wir da höher kommen. Also machen wir mal einen Versatz von, sagen wir mal, 50. Das war jetzt 25. Schauen wir, wie das aussieht. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber vielleicht doch 25, gar nicht so schlecht. Ja, so gefällt mir es besser. Jetzt kommen wir immer schon dabei sind, jetzt hier noch die Wände verbinden. Klicke also hier die Wand an und sage hier fixieren oben Basis. Haben wir es hin hier oben und klicken das Dach an. Jetzt wird die Wand hochgezogen. Das sehen wir jetzt hier. Mache dasselbe hier bei den Wänden, bei diesen. Und diese mit der Steuerungstaste kann ich die zweite Wand auch noch mit auswählen. Sage hier auch wieder fixieren oben Basis und klicke das Dach an. Und jetzt haben wir alle drei Wände hier entsprechend verbunden. Und jetzt können wir könnten übrigens jetzt immer noch die Dachhöhe ändern, da wird das entsprechend mitgehen. Ja, das wäre jetzt egal. Ja, das geht trotzdem mit. Jetzt machen wir noch die Traufe und die Dachrinne. Dazu gehe ich hier auf Architektur, dann auf Dach, dann suche ich mir hier die Traufe, den Traufbefehl. Wieder aufpassen, zunächst den Typ wählen, also hier drauf Abschluss passt, eventuell Typ Eigenschaften, das passt eh alles, übernehme alles über Standard, ist okay. Dann vertikal, was hat's, war mal keinen. Und jetzt wieder ganz wichtig, hatte ich vorhin schon in einem anderen Tutorial gezeigt, aufpassen, dass ihr jetzt hier oben, also zum Umschalten, hier die obere Kante erwischen. Fangen wir mit der an. Und dann sehen wir, das ist hier außen, ich hätte es aber lieber innen. Also es nach innen noch versetzen hier mit diesem Griff. Und jetzt wieder mache ich jetzt hier wieder weiter. Ah, das hat, glaube ich, hier wieder. Oder oh, macht er noch? Ne, jetzt sind wir fair wieder draußen. Kein Problem. Dann gehen wir einfach auf, klicken die Traufe nochmal an und fügen jetzt noch weitere hinzu. Also wenn Sie die Ansicht wechseln, dann tut er den Befehl Traufe wieder abbrechen. Gehen wir auf Segment hinzufügen und klicken jetzt hier noch diese Kante an. Und dann müssen wir noch hier um die Ecke gehen. Und diese Kante. Aufpassen, wir die obere Kante erwischen. Schauen wir uns das hier mal im Schnitt an. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Ja, hier auch. Jetzt könnte ich hier noch das Ganze ein bisschen runter versetzen, wie ich es hier oben gemacht habe. Tu nochmal schnell nachgucken, wie waren die Einstellungen hier oben. Da habe ich einen Versatz von minus 3. Das können wir nochmal ausprobieren. Klicke das also an, sage hier Versatz von minus 3. Das sieht dann so aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt könnte man hier noch das verbinden. Also gehe ich auf der Kuppel. Wobei ich mache es dann zum Schluss, wenn die Dachuntersicht auch noch mitgemacht wird. Der nächste Schritt wäre jetzt die Dachuntersicht. Hier gehe ich jetzt auf Obergeschoss, mache das Dach temporär mal aus, klicke das an, sage hier Element ausblenden und sehe ich hier die Traufe. Ja, die sehe ich. Und hier sehe ich die Wände. Ja, das müssen die Wände sein. Okay, das passt. Ja, und jetzt kann ich die Dachuntersicht machen. Gehe auf Architektur, dann auf Dach, Dachuntersicht und dann gehe ich auf Rechteck, also wieder Typ auswählen und so weiter. Das tun wir uns mal schenken. Das passt eh alles und ziehe mir jetzt hier ein Rechteck auf.
Hier für die Dachuntersicht, hier was von drauf Innenkante bis drauf Innenkante. Wer will, kann das ja noch fixieren. Ich verzichte mal darauf. Oder okay, machen wir es noch mit. So. Aufpassen, den Teil müssen wir natürlich noch ausschneiden, weil das geht dann, das betrifft ja nur diesen Bereich hier. Also gehe ich schon mal auf Rechteck und sehe zu, dass ich hier noch die Außenwände erwische. So, das tue ich noch mal kontrollieren. Das tut ein bisschen rummeckern, weil ich was überlappt. Aha, das überlappt sich. Das tun wir noch bereinigen. Ich check bloß nochmal die Außenwände. Ah, das passt. Ja, das sehe ich im Erdgeschoss, dass das okay ist. Jetzt habe ich hier Linien, die sich überlappen. Ja, diese hier, die können wir schon mal löschen. Und dann müssen wir hier auch nochmal aufbereiten. Wobei wir kommen, ja, machen wir es so, tun wir die noch entsprechend auftrennen. Hier machen wir da zwei Linien draus. Jetzt haben wir zwei Linien. Und jetzt können wir das hier bereinigen. Also so, so, so und so. Jetzt haben wir hier die Dachuntersicht konstruiert. Gehen auf OK und tun das jetzt hier noch korrigieren. Hier in der Schnittdarstellung, hier die Höhe noch einstellen. Liegt jetzt hier auf der Ebene genau. Das passt nicht ganz. Da gehen wir noch ein Stück runter. Jetzt schaue ich hier oben nochmal, was wir hier oben gemacht haben von den Einstellungen. Ah, da liegt es genau oben drauf. Hier oben passt, hier unten passt nicht. Und machen wir es doch noch. Wir können es mal vorher außen messen, wenn wir lang rumprobieren müssen. Gehe jetzt hier mal auf Messen und messe hier mal den Abstand. Wo ist ungefähr, also 10 cm, das wäre ungefähr, sagen wir mal 20 vielleicht. Die Dicke müssen wir auch noch mit berücksichtigen. Also ein Höhenversatz von minus 20 könnte interessant sein. Na, das ist zu viel, das war doch 10. Minus 10. Ja, das gefällt mir besser. Jetzt können wir das ja noch ein bisschen bereinigen, indem wir hier sagen, wir gehen auf die Registerkarte ändern und sagen hier verbinden und verbinden zunächst die Traufe mit der Dachkonstruktion. Dann wird das hier ein bisschen bereinigt und wir können jetzt auch noch die Dachuntersicht auch mit der Dachkonstruktion verbinden. So hätte man dann hier noch die Anschlüsse ein bisschen bereinigt. Ja, so für den Entwurf ist das, glaube ich, durchaus hinnehmbar. Ja, last but not least machen wir noch schnell die Dachrinne. Dazu gehen wir da auf Architektur, dann auf Dach, dann Dachrinne, den Typ wieder auswählen, das passt. Eigenschaften passen auch, immer wiederholen. Den Versatz lassen wir uns auch schenken. Und jetzt können wir hier, jetzt machen wir besser eine 3D-Ansicht, hier noch die Dachrinne positionieren. Ähnlich wie die Traufe. Achten Sie hier auf die Kante. Ich schalte hier um auf die 3D-Ansicht und wähle die Kante hier oben. Und ja, auch nochmal die Kante und die Dachrinne ist fertig modelliert. Ja, so viel zu dem Dach über den Erger. Wie gesagt, das war jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ich habe das bei dem Tutorial, wo ich das Hauptdach gemacht habe, das etwas ausführlicher erklärt. Wem das so schnell war, kann sich auch das Tutorial anschauen. Und ansonsten danke ich für die